mache mal noch ein Video außerhalb der normalen Reihe. Und zwar habe ich heute Morgen gesehen, ich habe eine E-Mail bekommen in der Nacht von YouTube mit der Mitteilung, ich habe 100.000 Follower. Na, war ein Scherz, es sind nur 100, aber immerhin 100. Wahrscheinlich kenne ich die Hälfte davon. Grüße an die Leute, die mich kennen. Ja, cool. Die andere Hälfte, toll, dass ihr einschaltet und dass ihr Spaß dabei habt, meine Videos anzuschauen. Und ich hoffe, euch gefällt's und bleibt weiterhin am Ball. Ja, cool. Freut mich. Ich glaube, die richtige Zeit, um sich auch mal bei ein paar Leuten, ein paar Leute zu grüßen. Werde ich mal anfangen mit Jochen, meinem Chef, der mir dieses Sabbatical genehmigt hat und mir diese 6-monatige Auszeit ermöglicht hat. Ja, viele Grüße und vielen Dank dafür. Dann noch auf alle Fälle Norbert und Brigitte aus meinem Büro, die jetzt in meiner Abwesenheit die meiste Arbeit von mir übernehmen müssen. Vielen Dank an euch und ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, natürlich, klar. Aber es gibt mal ein Frühstück, wenn ich mal wieder da bin, gebe ich mal ein Frühstück aus oder Mittagessen in der Kantine. Nein, woanders. Dann grüße ich doch noch Ronald und Dana und Stefan und Virginie, die mit ihren Weltreisen mir auch mal gezeigt haben in der Vergangenheit, dass es möglich ist und dass es auch auf eine sehr lange Zeit möglich ist, im Ausland Zeit zu verbringen und Spaß zu haben und nicht den German Way von der Pike auf zu arbeiten bis zur Rente und umzufallen. Finde ich toll. Ist auch immer noch eine Inspiration für mich. Und genau. Dann grüße ich natürlich auch noch meinen Freundeskreis im Taunus. Wäre es natürlich auch zu viel, die alle aufzuzählen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ihr habt jetzt Winter und kalt. Ich bin jetzt froh, dass ich wieder etwas Sonne habe und demnächst komme ich ja mal auf einen kurzen Abstecher wieder nach Deutschland und dann sehen wir uns bald wieder. Ja, cool. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ich sagte, ich gebe dir mal ein Update aus deiner Wohnung. Du siehst, hat sich nichts geändert. Und peace. Hier, deine Badewanne ist voll geil. Hätte ich mal vorher gewusst, dann wäre ich vielleicht baden gegangen. So.